Damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Es geht weiter. Spiel 3 im Finale gegen die Ravensburg Tower Stars. Es steht in der Serie 1-1. Wir konnten die Serie ausgleichen. Wir gehen gar nicht in den Topscore, weil das jetzt einfach gerade mal völlig egal ist. Ne? Es hat sich eh nicht viel getan. Muss man sagen, 2 Treffer sind einfach nur gefallen. Kann zwar bedeuten, dass es 6 Score sind oder 6 Punkte für... Ja? Aber... Wir müssen zu Hause wieder was gut machen. Das letzte Spiel zu Hause hatten wir leider verloren mit 3-2. Zum Glück hat man dann in Ravensburg gewonnen. Und wollen jetzt natürlich zu Hause was gut machen. Aber Kraus, oh mein Gott, oh mein, na, das gibt's nicht. Was ist das für ein Gegentreffer wieder? Wir kriegen die Scheibe nicht weg und dann 1-0 für die Ravensburg Tower Stars. Und was ein Tor. Das ist schon wieder... Wir haben Powerplay. Hä? Ich verstehe ja gar nichts mehr. Powerplay für uns? Na gut. Lacazette direkt die Antwort geben. Lemmers, Lemmers! Schade. Oh, das wäre direkt die Antwort. Das wäre perfekt gewesen. Aber das erste Tor, wir hatten, glaube ich, gegen, was, gegen Krefeld oder Bietigheim? Die Frage der Fragen. Da hatten wir auch so ein ganz, ganz komisches Tor, wo ich lange drüber geredet hatte. Watson! Schade, Blomqvist. Nächste Strafe, Ravensburg. Und das sind sie selber schuld, da Blomqvist einfach wegzuschubsen. Janik Burkhardt, Latte. Spürtchen, Burkhardt, Schuss kommt. 5 gegen 3, 1,23. Und das muss jetzt für uns die Chance sein. Hier, den wichtigen Treffer zum... Ja, zum 1-1 zu erzielen. Janik Burkhardt, Schuss. Scharipov kann nicht festhalten. Lachsone, da ist. Super. Perfekter Pass. Heigl 1-1. Was ein Pass durch den Slot. Und Heigl macht das 1-1. Somit steht es wieder ausgeglichen. 8 Sekunden hat es nur gedauert, bis der Treffer fiel. Sehr stark. Schweiger, was ein Fehler. Schade. Latta. Ach, schade. Heigl, nicht da so mit dem Schläger. Komm, Latta. Viel zu leicht kann er sich da durchsetzen. Aber jetzt Spürtchen. Laxunen. Laxunen. Ach, schade. Ja. Spürtchen. Nee, Laxunen. Heigl. Komm, oh, Burkhardt, komm. Schade. Schade. Oh, Alfaro, Watson, aber überragend. Sehr, sehr gut. Schau mal, Watson, Blomqvist. Ach, Eichinger. Puck geht erstmal raus und wir müssen mal wieder neu aufbauen. Aber jetzt, Janik Burkhardt, komm mit deinem Tempo. 2 durch. Janik Burkhardt, da ist Blomqvist. Aber da muss einer mitlaufen. Watson! Oh, hier nochmal ein Solo-Versuch von anderen. Watson, was ein Pass auf Lemmers. Wieder den Pass durch den Slot gesucht. Schade. Und jetzt ist es Watson. Vielleicht der letzte Aufbau nochmal. Watson, Lemmers. Joe Lemmers. Lemmers, da ist Blomqvist. Super Pass. Ja, kann Lacazette. Also wenn er den reinmacht, dann überragendes Stickhandling. Aber... dass du den reinmachst, muss Glück sein, dass du da Scharipov vielleicht anschießt, muss man sagen. Somit geht es jetzt erstmal weiter. Jetzt Joseph Lewis. Das gibt's nicht. Herr, Strafzeit ist zu Ende. Somit ist Ravensburg komplett. Wir konnten eine Überzahlsituation nutzen. Das ist gut. Und Fiesinger, bitte. Du machst mir heute ein bisschen Angst mit dem... Nein, Team mit dem Fehler. Wir müssen jetzt Fiesinger irgendwie... Ach, Jungs, das ist der Treffer. Irgendwas läuft hier ganz schief. Was ist denn hier los? Das fühlt sich nicht wie ein Finalspiel an. Fiesinger kommt mir gerade sehr, sehr, sehr unsicher rüber. Sagen wir es mal so. Hat jetzt schon 3 Aktionen, es fallen 3 Treffer. Und bei den beiden Aktionen sieht er überraschend nicht gut aus. Klar, der Pass, muss man sagen, ist sehr gut. Der Pass in den Slot ist sehr gut, aber die, ich weiß nicht.
Ja gut, es sind nur 8 Minuten von 60. Spurgeon. Fischer. Ach, schade. Kranz. Sissemski. Macht er sehr gut. Bleibt an unseren Schlittschuh hängen. Der Puck, meine ich. Der bleibt da hängen. Lemmers. Aber auch hier keine Anschlussstation so richtig. Jetzt Lemmers. Macht das sehr gut. Löst sich da stark, aber. Jetzt Weber. Schuss. Sharipov safe. Der hier eine sehr gute Partie bisher macht. Fiesinger, klar. Jetzt mal gerade schlecht, aber wir müssen trotzdem auf ihn vertrauen können. Niehaus. Nee. Fiesinger. Nee. Bitte, was passiert hier? 3-1 Ravensburg. Ich hab's gerade gesagt, wenn wir reden über Vertrauen. Und dann macht er den nächsten Fehler. Es kommt alles. Ach, kommt Jungs, es ist egal. Da müssen wir halt 3 Tore mehr schießen jetzt. Schön, super Pass auf Heike. Schade. Mühlbauer. Kranz, Kalksee, Schütz, stark. Simon Schütz, super Pass auf Heikel. Heikel hat die Chance, Heikel, da ist Kraus. 3-2. Weiter. Holt den Puck, legt ihn auf den Bulli-Kreis und dann weiter. Es steht nur 3-2. Super gemacht von Heikel. Also, ich glaube, es müsste die dritte Reihe gewesen sein. Sehr, sehr guter Angriff da. Blomqvist kann sich auch da nicht durchsetzen. Schütz nimmt nochmal den Check, alles fair. Simon Schütz. Super Pass auf Sammy Blomqvist. Sammy Blomqvist! Ah. Burkhardt. Ja, Pfaffengut, passt auf. Und Galgse. Mühlbauer, Watson. Und jetzt Sammy Blomqvist mit Lackersee. Ja, dann nur noch Lackersee. Der ein bisschen unauffällig in diesem Spiel bisher wirkte. Alfaro. Stark von Max Oswald. Oswald nochmal. Oswald, da ist die. Pass misslingt. Somit geht es in die komische. Ja. Das erste Drittel war ganz komisch. Ich wusste gerade nicht, wie ich ausdrücken sollte. Es war auf jeden Fall ein komisches Drittel. Tore sind gefallen. Also ich sag mal, die 3 Tore für Ravensburg sind sowas von Glück geschlagen. Gut, haben sie gut sicher in die Spots gespielt. Aber in Normalfällen hat das Daniel Fiesinger. Aber es ist kein normaler Fall heute anscheinend, weil es steht 3-2. Jetzt ist es. Oh, stark von Odendorz. Oh, Odendorz packt dann einen aus, aber der Schuss wird geblockt. Oswald, Spürchen, Thiel ist da. Ganz stark von Thiel. Geht auch super in die Zone direkt. Kraus, Achtung, 3-1. Und dann ist Lemmers auch noch Verteidiger. Was ein Save von Daniel Fiesinger. Da macht er gerade die 3 Fehler. Schon mal gut. Sehr starke Parade, also überragend. Das ist Daniel Fiesinger. Und da gehen wir direkt vor Blomqvist. Ach, er ist gar nicht so in dem Playoff-Fieber. So wirklich an den Scoren. Mager, sagen wir es mal so. Neuhaus. Schön, sehr stark. Sissemski, ach Mann. Sissemski ist super. Fiesinger. Schau mal, Alfaro. Was passiert hier? Was ist das für ein komisches Spiel? Hier passieren so viele komische Sachen. Super von Lackersee, Blomqvist. Sammy Blomqvist, da ist Watson. Schlagschuss. Ach, schade. Und jetzt Yannick Burkhardt. Super an der blauen Linie. Oh, was ein Ding von Yannick Burkhardt. Hält den Puck. Super, so ein Feingefühl dort an der blauen Linie. Und dann, Alter, was ein Treffer von Yannick Burkhardt. 3-3, rund 30 Minuten. Also die Hälfte ist vorbei. Spiel ist wieder ausgeglichen. Vom Ergebnis zumindest. Kraus.
Johannes Kraus. Hops. Hops, da ist Will. Nicht Will Weber. Der spielt bei Schwenningen. Kraus. Kraus, super Chance hier. Hops. Ja, das ist super von seinem Herr. Ich dachte schon, gibt Stockschlag hier, aber alles fair, sagt der UF. Eichinger Alfaro. Alfaro. Herr. Sam Herr. Sehr stark. Aber Strafe Ravensburg. Wichtig. Fischer jetzt nicht den Aufbau überhastet nehmen. Hops in das Tor. Wir müssen nicht überhasten. Jetzt den Aufbau. Hops. Nein, ich sag's gerade. Was ist denn hier an dem Spiel los? Es passieren Dinge. Egal. Es steht 3-3 und jetzt können wir es erhöhen. Wir haben Schwung. Wir können's. Wir haben schon mal gezeigt im Powerplay. Warum nicht jetzt nochmal? Thiel. Wenn Mühlbau da nicht rankommt. Thiel. Da ist Spürchen. Schade. Lewis. Wenn der Pass durchkommt, da ist die Nummer, das müsste Laxonen sein, ja. Da wäre er völlig alleine gewesen. Heikel. Da ist hier Laxonen. Doppelchance. Tyler Spurgeon. Nein. Zanik passt auf. Und hat den Puck. Und bringt ihn erstmal tief. Thiel ist da. Thiel bringt den Aufbau und den schnellen Pass auf Jakub. Lackersee, da ist Lemmers. Nein, Blomqvist. Nee. Kriegt den Abschluss mal wieder nicht. Mühlbauer. Oh, das ist Tim Sisemski. Fiesinger nimmt den Rebound stark weg. Jetzt Lemmers. Lemmers läuft zu Blomqvist Seite. Blomqvist, was ist hier los? Wir kriegen den Schuss. Nein, Alfaro, Chance zum 4-3. Watson, ganz stark. Ja, Alter, was ist aber... Jo, also, ehrlich, was ist das für ein Spiel? Lemmers! Nächster Schuss wird geblockt. Also wirklich, Ravensburg auch hier super. Blockt das so viele Schüsse. Also da machen sie es richtig stark und hatten durch Erfahrung eine Riesenchance. Burkhardt auf Watson. Schau mal, Watson, nochmal Watson. Da ist Lemmers! Aber was ein Safe. Und jetzt nochmal Lemmers. Durch den Slot vielleicht. Ja, schade. Drittes vorbei, 3-3. Sehr, sehr weirdes Spiel. Sehr, sehr aufregendes Spiel. Sehr, sehr viele Tore. Wir dominieren zwar hier Ravensburg weg. Ja, sie haben immer und immer mal wieder gute Chancen. Hatten jetzt doch schon 2 Tore, die schon gefühlt 99% X-Kurs waren. Aber der eine Prozent hat gefehlt. Kraus, super. Blomqvist. Blomqvist, also sieht halt auch nicht gut aus, was er in den Spielen macht. Blomqvist, sehr stark, ich sag nichts. Blomqvist, nee. Sie sind immer und immer wieder da. Jetzt der Konter. Drei auf... Ja gut, wir sind schnell da. Was ein Turnaround von Watson, jetzt Schütz. Nee, die sind wieder da. Jetzt Yannick Burkhardt, komm. Yannick Burkhardt, hau nochmal so ein Ding dann raus. Super von Lacazette. Ach, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Jetzt... Erstmal nach hinten, Oden dort, super Pass auf Max Oswald. Oswald, ah, Sam Herr macht das sehr, sehr gut dann. Oden dort, sehr stark. Lemmers, da ist Bütchen, ja, der Treffer, wir führen im Spiel. 4-3, super Pass, rüber. Also auch von hinten raus, saustark gemacht. Und dann endlich die Führung. Lemmers auf Spürchen. Unser Topscorer. Ansatzlos. Odendorf. Schade, Sam Herr. Henriquez. Ziel. Wichtig. Lemmers. Ja, können da gechillt in die Zone fahren. Oswald. Da ist Dieter. Odendorf. Scharipov war ein Stück weit drüben, hat den Puck da nicht gesehen. Ja, hätte man vielleicht ein Stück ausnutzen können. Odendorz, saustark. Wir gehen nach. Was ein Check, Odendorz. Spürchen. Was ein Vorcheck von uns.
Oh, Spurgeon ganz stark. Auch hier wieder Heike. Schade. Henriquez. Super Pass auf Sam. Hey, aber wir sind wieder da. Hops. Gegen Kranz. Schade. Herr. Hadracek. Sauber. Jetzt Hadracek. Super in dem Tor. Eichinger. Sepp. Nein. Fiesinger. Das gibt's doch nicht. Nächster Patzer von Daniel Fiesinger. Und somit der Treffer für die Ravensburg Towerstars, das 4:4. Und somit steht es jetzt erstmal wieder ausgeglichen. Und sehr, sehr komisches Spiel. Fischer, komm, irgendwie nochmal. So ein geilen Konter. Fischer, super auf Heike. Dann ist es Weber stark. Weber, Weber. Schade, Fischer. Fischer, ganz stark, Weber, da ist Hobbs, Maximilian Hobbs. Maximilian Hobbs, gefühlt im Stand, macht er das über. Abo, was ein Treffer. Maximilian Hobbs zeigt da seine ganzen Fähigkeiten und zeigt, warum er im Lineup ist. Deswegen 5:4 und jetzt haltet das Ding. Aber es geht ganz viel hinaus, wie Weber die Scheibe drin hält. Das ist so der Checkpoint. Lacazette mit dem Fehler. Nein, Dietz. Lacazette saustark. Klar, der Fehler ist deine. Aber der Block überragend. Jetzt Yannick Burkhardt. Wir müssen das nicht. Lacazette. Wir müssen nicht. Wir können hier vorne einfach im Dritten uns ein bisschen den Puck hin und her schieben. Watson. Könnt den Schuss nehmen. Mach mal nicht. Burkhardt. Schütz könnte einen Schuss nehmen, mach mal nicht. Burkhardt könnte Schuss nehmen, macht er nicht. Und da verliert er den Treffer. Auf einmal sind wir hinten. Aber das ist das. Da ist es. Die Serienführung für den ASV Kaufbeuren. Wir gewinnen eine furiose Party mit 5:4. Saustark, klar, 4 Treffer gehen schon auf Fiesinger. Aber alles gut. Er hat auch 2 gute rausgekratzt von den 12 Schüssen. Deswegen lasst gerne für die abgefahrene Folge ein Like und ein Abo da. Schaut gerne ein zur nächsten Folge und dann hören wir uns bald beim nächsten Video. Ciao.